Moin Leute, was geht ab? Und jetzt kommt zu einer weiteren Folge von unserer Autoglobby. Heute endlich mal wieder mit ein paar Weekend League Rewards und auch mit ein paar Division Rivals Rewards. Ich habe mich unerwartet, falls ihr gestern die Folge gesehen habt, doch noch in Rang 1 reingespielt. Es waren eigentlich nur noch 3 oder 4 Spiele und in Division Rivals, ich habe sie in Koop gemacht. Ich war in, keine Ahnung, in einer halben Stunde oder so durch. Das war wirklich ziemlich entspannt. Ansonsten habe ich noch einen Draft zu Ende gespielt. Ist vielleicht auch noch so ganz nicht so unwichtig. Das hatte ich noch am Laufen. Und ich habe sogar 2 dann noch jetzt in der letzten Zeit fertig gespielt. Denn ich hatte noch einen Draft-Token aus den ganzen Packs, die wir da gezogen haben. Da war immerhin ein Mattis de Ligt drin. Walker, der war in meinem Main-Team. Den habe ich schon mal gestern Abend draufgestellt. Der war nämlich bei 42.000. Ich hatte den für 32.000 geholt am Sonntag. Also der ist 10.000 angestiegen. Das fand ich eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht, wie es mit den anderen Metakarten so ist. Auf jeden Fall dachte ich mir so, den Gewinn nimmst du jetzt erstmal safe mit, ob der jetzt heute noch steigt oder nicht. Denn wir haben nämlich ein sehr gutes Team of the Week. Also für die, die es noch nicht gesehen haben, ich finde, wie gesagt, mit dem Cancelo, mit Savic, mit Salah, Lautaro, auch André ist ganz nice. Ich glaube, seine Rulebreaker-Karte ist, glaube ich, ist auch nicht so ganz so günstig. Dann haben sich automatisch halt auch noch Mkhitaryan hat sich geupgradet, Savic hat sich geupgradet, also die Headliner. Aber Ziel ist natürlich irgendwie Cancelo zu kriegen nach der heutigen Folge. Den brauche ich halt, wie gesagt, für mein Team. Der geht auch schon gut runter, das heißt, das sollte machbar sein. Ich nehme auch wieder die untauschbaren Rivals Rewards, weil mein Verein ist absolut alle. Und hier nochmal, wie gesagt, damit ihr es seht, das Team, da passt, glaube ich, der rote Cancelo wird halt traumhaft reinpassen. Ne? Also wenn wir mal ganz ehrlich sind, da jetzt noch ein roter Cancelo, das wäre schon ziemlich sick. Aus Gold 3, naja, es Schauen wir einfach mal, was da so drin ist. Damit starten wir natürlich auch mit den Weekend-Belohnungen. Ich habe auf jeden Fall vor, diese Woche auch auf jeden Fall weiterzuspielen als Gold 3. So viel sage ich einfach mal, wie weit es dann wird. Ich hoffe, bis zum Ende. Zeit sollte so schon einigermaßen klar gehen und vor allem Lust hoffe ich auch, weil das Team habe ich ja noch neu. Ich habe euch das ja gestern schon gesagt, dass mir das ziemlich gut gefällt. So zumindest der Plan. Ich hoffe dann natürlich, dass nächste Woche auch ein gutes Team auf dem Weg ist. Aber wir bekommen immerhin 30.000 Münzen. Das ist schon mal eigentlich fast schon genug für Cancelo, glaube ich. Ein 50k-Bag, 35k-Bag. Ja, wenn ich dabei noch ein paar Münzen übrig habe, um vielleicht noch das ein oder andere Draft zu spielen, wäre jetzt auch nicht ganz so weit. Am besten wäre einfach, wir ziehen den Cancelo in Rot. Eins von 3 Foot Champions Spielern, ganz ehrlich. Ist eh immer am allerbesten Gold 3, sagen mir die Leute. Dann zeigt mir das auch mal. Auf geht's. Ja gut, Debuchy, Kuchta und Bono. Endlich mal wieder eine Inform aus Marokko. Die haben mittlerweile unfassbar viele Informs, glaube ich, Marokko. Wird behaupten, das afrikanische Land mit den meisten Informs. Wäre mal eine lustige Frage fürs Quiz oder so. Aber ich denke mal schon. Ich weiß nicht. Na, ja, wenn da sonst noch irgendein Land in Frage kommen könnte, schreibt es gerne mal unten in die Kommentare. Ich glaube gar nicht mehr so viele. Ansonsten, wir nehmen hier den guten Debuchy, um mal wieder zurück zum Thema zu kommen. Brauche ich nicht wirklich. Ist zwar ein Rechtsverteidiger, aber da ist sogar der Sambia. Der spielt, glaube ich, sogar beim selben Verein. Ich weiß gar nicht genau. Sollte da sogar besser sein. Gucken wir da noch eben rein. Auf geht's. Und ziehen Trauner, Rafamir und Giacomakis. Das ist ja richtig sick, muss man ja sagen. Das ist ja richtig sick. Dankeschön, EA Sports. Die beiden können wir da mal mitnehmen. Trauner und Debuchy, das war ja der absolute Wahnsinn. So, und ich kann aber mal wieder einen 86 plus Upgrade machen. Ihr werdet euch jetzt fragen, Ladi, was machst du da zur Hölle? Warum gibst du Amin Harit ab? Ich habe den Inform-Untausch beim Verein, der genauso First Order ist. Und für mich persönlich gar nicht so wichtig, ob der jetzt rot ist oder der Inform. Ich habe sogar auch mit dem ein bisschen gespielt. Also von daher, ich habe ihn als First Order, das ist mir wichtig. Mit dem Inform, den werde ich halt nicht abgeben. Also einen werde ich auf jeden Fall behalten, die rote Karte kann ich halt noch sehr gut gebrauchen. Ansonsten, ihr seht noch meine restlichen roten Karten. Die würde ich eigentlich ganz gerne behalten, vor allem auch den Elvedi. Warum ich den Elvedi jetzt abgebe, nicht abgebe, sondern den Akanji. Ganz einfach, der ist zwar in meinem Kongo-Team, aber dadurch, dass ich jetzt Elvedi eine andere Karte habe, kann ich jetzt Akanji Inform holen. Dann habe ich wieder die 11 Kartendesigns. Das ist auf jeden Fall ziemlich nice. Ich finde Elvedi ein bisschen besser als Akanji. Den brauche ich nicht unbedingt in Rot. Wie gesagt, da kaufe ich mir einfach den Inform zurück. Und den Rest gehen wir sowieso ab. Brauche ich nicht. Wir probieren es einfach mal. Vielleicht haben wir ja Glück mit einem guten 86-Plus-Spieler. Das wäre auf jeden Fall ganz nice. Das passt auch sehr, sehr gut zur heutigen Folge, weil wir jetzt vielleicht nicht so viele Player-Picks haben. Wir machen es gar nicht zu spannend. So, ich gehe direkt rein. Auf geht's. Komm schon. 86-Plus. Boom. Memphis Depay und Ziyech. Ja, Memphis ist aber eigentlich nicht so bad, ne? Sind wir mal ehrlich.
Ich habe halt Aua und so noch gehabt. Kann man mal mitnehmen, ne? Was mit ihr? Kann man mal mitnehmen? Hat sich dafür gelohnt, die einzutauschen? Ich finde schon. Hätte jetzt natürlich auch noch krasser sein können, schon klar. Aber Memphis kann man auf jeden Fall zocken. Drei Stunden durch wurde nicht so ganz perfekt. Aber wie gesagt, ich habe einige Lyon-Spieler sowieso im Verein. Und ja, auch einige Holländer. Ist ganz nice. Nehme ich mit, passt schon. Ist jetzt nicht traumhaft, aber so bad ist es jetzt auch nicht. Und dann hole ich noch eben meine Division Rivals Rewards ab. Die machen wir natürlich heute auch noch ganz entspannt auf. Da haben wir die Rang 1 Belohnung. Ich schaue noch mal einmal ganz kurz. Genau, 2 Megapacks, 225 KPX. Die Sachen, die ihr eigentlich ja, glaube ich, schon absolut kennt bei mir. Das ist halt echt nice. Also ich mag das neue, was heißt neu? Also das Rivals System seit diesem Jahr nicht so wirklich, sage ich euch ja ganz ehrlich. Aber ich komme damit so easy immer in Rang 1. Das hätte ich wahrscheinlich, sonst musste man dafür immer so geisteskrank viel spielen. Wir ziehen sogar einen Walkout. Moin, moin. Ich meine, es sind ja nicht so viele Special-Karten drin. Aber gutes High-Rated-Futter, das wird De Gea. Da nehme ich einfach jeden mit, die Coins, wie gesagt. Ja, morgen kommen ja auch noch Future-Stars und so, weiß ich. Ich bin aber kein großer Fan von Packs aufsparen zu jeder Promo. Das wäre auch für die Videos, um ganz ehrlich zu sein, ein bisschen langweilig. Deswegen machen wir die auf. Wenn wir Glück haben, haben wir Glück. Wenn nicht, haben wir kein Glück. Ganz einfach, ja. Da braucht man keine großen Fax, man. Da hatten wir schon mal einen 86er De Gea drin und 3000 Münzen. Das waren schon mal, was weiß ich, 20k. Bisschen mehr noch mit den anderen Spielern. Plus die 30k, die wir bekommen haben. Plus jetzt hier nochmal wahrscheinlich, ich würde mal schätzen, 10k. Sind wir bei ungefähr 70k insgesamt und jetzt noch ein 50k Back. Also wäre natürlich geil, wenn wir da jetzt auch noch ein Walkout rausnehmen, wenn wir 100k durch Gold 3 Rewards gemacht hätten. Das wäre sick. Gucken wir da noch eben rein. Aber wie gesagt, wenn nicht, auch halb so schlimm. Auf geht's. Kein Walkout. Schade. Hätte natürlich, wäre ganz nett gewesen. Aber wir ziehen bestimmt noch ein Walkout. Okay, das war jetzt natürlich ein 81er. Ich speichere auch alle meine seltenen Karten und alle meine Non-Rares habe ich auch gespeichert aus den Draft-Packs und so, weil es kommt bestimmt bald irgendwann nochmal Player-Picks oder so und dann können wir davon wieder richtig viel spammen. Aktuell brauche ich jetzt eh keine Coins. Deswegen, ja, wie gesagt, save ich einfach alle Karten, alle Spieler, die bis halt irgendwelche neuen Upgrade-Packs oder so kommen, da habe ich schon. Da freue ich mich schon wieder, obwohl wir letztens wieder Upgrade-Packs gemacht haben. Auch deswegen nehme ich mal wieder die untauschbaren Packs, einfach um den Verein in der Richtung ordentlich aufzufüllen, auch wenn 80.000 Coins wahrscheinlich sinnvoller wären, aber für den Content, für den Fun, ja, müssen wir ja wohl Packs nehmen. Also mal ganz ehrlich. Und ich warte auch immer noch auf den Tag, bis wir mal vielleicht irgendeine Icon oder so rausziehen aus dem 125k-Pack. Also wenn man jetzt jede Woche halt 2 Stück kriegt, mindestens, ja, dann kann irgendwann im Jahr auch mal so eine Icon da rausflattern. Ich weiß nicht, wenn man dann übers Jahr 80 oder so öffnet oder noch mehr, was weiß ich, die ganzen Megapacks. Schauen wir mal, vielleicht ja heute. Ich hoffe auf jeden Fall schon mal, dass euch die heutige Folge gefallen hat. Noch mit dem 86 Plus Pack. Das war auch kein Walkout. Das war nicht so geil. Aber wir haben extra noch ein zweites Pack. Das ist ein Mertens im Endeffekt gewesen. Aber ein 85er und ein 84er Callejon. Paar 83er. Das war eigentlich von der Bewertung her ganz gut. Tielemans hatten wir gerade schon. Sinkgraben. Glaube ich, hatten wir gerade auch schon. Genau. Und ja, letztes 125k Pack. Komm schon. Mit dem Walkout will ich aber zumindest beenden. Also das wäre sonst echt schwach. Auf geht's, EA. Okay, in Form, aber das finde ich jetzt schon wieder nicht so geil. Franzose, ZDM, oh, das ist immerhin André. Das ist sogar noch ganz gut. Das ist sogar noch ganz gut, muss man sagen. Und ganz viele von den Karten. André kostet sogar, er kostet nicht viel, aber den kann man zumindest mal zocken. Ich glaube, seine Woolbecher-Karte hat irgendwie 88 Dribblings, deutlich beweglicher. Dafür habe ich die jetzt kostenlos im Verein. Ist okay. Nimmt man mit, die ganzen Sachen kann ich speichern und hoffentlich alle nochmal verschieben. So gesehen war es jetzt heute nicht eine heftige Folge mit heftigen Packluck, aber immerhin noch einen roten Memphis. Ich weiß nicht, wie gut der ist, schreibt mir dazu gerne nochmal eure Meinung in die Kommentare. Den spielt bestimmt der eine oder andere von euch. Coins haben wir auch genug für Cancelo, der wird dann kommen für die Weekend League. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr einen guten Tag habt. Wir sehen uns morgen wieder, wie immer, um 14 Uhr. Macht's gut, Leute, haut rein und ciao und lasst ein Like da.